Von Freising bis Wolfratshausen. Immer die passende Info und das richtige Ticket. Natürlich auch als Streifenkarte oder Kurzstrecke. Deine MVG-Fahrinfo-App. Auf den Cent genau wird präsentiert von Lupse und Lupse. Alles aus einer Meisterhand. Und Metro, der Partner für Profis. Dreimal in München. Bruntal, Freimann, Pasing. Einkaufen ohne dafür zu bezahlen? Wir machen es möglich. Exakt 30 Minuten hat unser Kandidat Zeit, seine 1.000 Euro für mindestens 10 Artikel auszugeben. Schafft er es, darf er alles behalten. Schafft er es nicht, muss er alles wieder zurückgeben. Und das Ganze natürlich auf den Cent genau. Ja, wie war der Spruch? Kinder machen ist nicht schwer, aber sie großzuziehen sehr. Na, das stimmt auch nicht. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, ein Kind kostet einen Haufen Geld. Gell? Heute sind wir im Babyborn in Bruntal. Und da bin ich mir ganz sicher, dass mir da jetzt eine junge Mami oder einen jungen Papi oder vielleicht die Oma oder den Opa oder wen auch immer finden, der das gerne ausgibt. Auf geht's. Das ist jetzt unverschämt, wenn man da mitschaut. Für mich ist es egal. Ja, bei mir ist die Zeit ja schon durch, gell, mit dem Sitz. Aber die schauen so aus, als wären die da noch so. Seid ihr schon in erwartender Planung? Ja, oder? Erwartender Planung, ja. Erwartender Planung, ja, unter so einem Mantel, unter dem Schal sieht man jetzt gar nichts. Also es ist noch nicht so, ist noch nicht so weit. Na, 11. Juli. Am 11. Juli. Ja. Da haben wir noch ein bisschen hin. Ein bisschen haben wir hin. Aber man muss trotzdem schauen, wie so die Preise sind. Ja, ja, klar. Gell? Ja, und ich meine so, das ist ja keine billige Angelegenheit. Nee, eben. Man muss gucken, wer steuert alles mit. Ja, ja, von genau. Den Eltern und aha, von den Tanten. Ja. Da wäre natürlich jetzt so eine Finanzspritze, wäre jetzt gut, gell? Wer ist der Finanzminister? Hier? Wahrscheinlich ich. Darf ich mich mit dem Finanzminister unterhalten? Ja, freilich. Gut. Also, Herr Finanzminister, lass ich einmal. Das ist ja selten, oder? Dass der Mann der Finanzminister ist. Dass die Männer mal das Sagen über das Geld haben, weil meistens die Frauen sagen, die ist nicht Maus. Habe ich mir hart erarbeitet. Schon, oder? Vom Beruf? Anlagenmechaniker. Anlagenmechaniker? Kundendienstmonteur, Sanitärheizung. Auch nicht schlecht. Das ist ein Zukunftsberuf. Also guten Mann gewählt, weil krisensicherer Job. Ja. So, jetzt wird aber erst einmal gespart, bevor der Handwerker viel arbeiten muss. Ich gebe euch jetzt diese 1.000 Euro Einkaufsguthaben. Ja, diese Kameras haben einen Grund. Okay. Klar, ihr müsst schon ein bisschen arbeiten dafür. Nämlich eine 30-Minuten-Sendung machen wir draus. Mhm. Und ihr habt 30 Minuten exakt Zeit, diese 1.000 hier auszugeben. Okay. Es gibt einen Haken. Okay. Aber alles groß geschrieben und nicht klein. Wie heißt die Sendung? Auf den Cent genau. Oh, das war dann schon. Das heißt Handy raus, rechnen. Das kann sie aber dann schon gut. Gleich so schnelles Kombinieren, das hat sie sofort erkannt. Okay, und damit es jetzt nicht so langweilig wird, ihr für 999 Euro einen Drum kauft und das zweite mit einem Euro, gibt es die Auflage, dass es mindestens 10 Artikel sein müssen. Mhm. Es können aber auch 100 Artikel sein. Also nach oben ist völlig wurscht. In 30 okay. Minuten. Und ja, keinen doppelten. Also ihr könnt jetzt keine zwei Sitze kaufen, ihr könnt keine zwei Windeleimer kaufen und keine zwei Schnuller oder was auch immer. Ausnahme ist es, wenn es in einer Verpackung ist, wo 5 drin sind. Okay. Verstanden. Das war ziemlich einfach, gell? Ja. So, dann ich wäre also dann der Berdi. Kathi. Kathi und? Der Alex. Alex. Verkabeln machen wir noch. Ein bisschen vielleicht den Mantel weglegen, weil es wird dann doch eine längere Geschichte. Also eine halbe Stunde, wenn wir jetzt da sind. Okay. Tasche können wir auch noch deponieren und dann Vollgas. Sehr gut. So machen wir es. Mein Name ist Kathi. Wir waren jetzt gerade hier zur Babyborn ganz spontan reingekommen und wollten eine Maxi-Cosi anschauen, uns informieren, weil im Juli unser Baby kommt und ja, und da sind wir überrascht worden mit Kameras. Mein Name ist Alex, ich bin 25 Jahre alt, bin Anlagenmechaniker bei der Firma Demmel und wir wollten jetzt, wie meine Frau schon gesagt hat, Maxi-Cosi kaufen. Ein junges, verheiratetes Pärchen in Erwartung. Da ist eine Kasse meist eng. Ja? Gut, eine große Verwandtschaft haben wir schon mitgekriegt, die muss wohl bestehen. Das ist aber in fast allen Familien, da wird ja überall noch ein bisschen zusammengerauft und ein bisschen abgegeben. Jetzt müssen wir gar nicht viel abgeben, jetzt haben wir die zwei, die jetzt einfach mal 1.000 Euro ausgeben können. Das ist schon eine schöne Voraussetzung, wenn man vorher vielleicht so ein bisschen schauen musste aufs Geld. Irgendwas ist in dem Bild falsch. Wir zwei machen einen auf Rennen und sie macht hier so einen auf lässig. Können wir nicht was erst anders machen? Nee, du musst auch, komm. Man merkt schon, die beiden sind sich total einig. Das ist die beste Voraussetzung für eine Top-Sendung. Hier ist noch euer Glückscent. Also am Ende, wenn ein Cent fehlt, den können wir nehmen. Ich stecke ihn ein. Okay. Sehr gut. Ihr seid soweit? Wir sind soweit. Die Zeit läuft ab jetzt. Der läuft ja wirklich. So groß ist der Laden, aber nicht. Wickeltasche. Nimm die weiße einfach. Was ich? Lass uns mal damit dazu. Wir kommen nicht hin.
Ich habe das nicht mehr sogar angeschaut. Eine Tasche jetzt lass mich mal raten. Such dir jetzt was aus, was dir vorher nicht genommen hätte, oder? Die haben wir vorher angeschaut, aber wir haben sie direkt angeschaut. Nein, wir nehmen keine Wissenschaft. Wir gehen zu Maxi Kosi. Wo ist er? Die weiß aber ganz genau, wo sie jetzt hin will. Was nimmst du jetzt? Maxi Kosi. Den hier? Ja. Für 399. Entschuldigung, das ist falsch. Soll ich den reinstellen? Ja. Ja, dann rein. Dann gehen wir hier rüber. Was? Ja, erwischt haben wir sie ja bei der Beratung eines sogenannten Kindersitzes. Da hätten sie jetzt die günstigere Variante genommen. Ne? Das ist ja auch das Schöne an der Sendung. Jetzt kann man einfach mal sagen, weißt du was? Scheißegal, sagt man nicht im Fernsehen, aber ist halt so. Und jetzt können wir halt den teuren nehmen und den haben sie jetzt auch gewählt. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau. Powered bei 21610 Taxi München. Und Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Einfach den schnellsten Weg finden. Einfach bargeldlos und schnell ein Ticket kaufen. Einfach informiert, aktuell und in Echtzeit. MVG Fahrinfo München. Die starke App für das gesamte MVV-Gebiet. Hut breiter. Die Welt der Hüte. Ihr Hutfachgeschäft seit über 150 Jahren. In der Kaufinger Straße, direkt am Dom. Und natürlich auch mit Carsharing. MVG Fahrinfo München. Die starke App für das gesamte MVV-Gebiet. Die Tirol-Lodge in Elmar ist ein kleines Erlebnisdorf. Also wir wollten keinen großen Komplex bauen. Es soll irgendwie ein dörflicher Charakter geworden haben, mit allen Raffinessen, mit allen Möglichkeiten. Die Tirol-Lodge beinhaltet 171 Zimmer, eine super Sauna, natürlich ein 36 Grad Pool, beheizt Außenpool, wo sie also drinnen und nach außen gehen können und wirklich im Schnee das genießen und dann natürlich ein bisschen einen Hunger auf Kulinarik und ein kurzes Glasl Wein. Sie können jeden Tag an- und abreisen und das ist eigentlich unser größte Philosophie. Direkt an der Piste, sie fahren also mit den Ski direkt fast ins Zimmer rein. Und das, glaube ich, ist einfach ein Produkt, was auf die Zukunft ausgerichtet ist. Entscheidend dort nicht, was ich will, sondern entscheidend dort der Gast. Und das eigentlich zu einem Produktpreis pro Zimmer ab 100 Euro. One-Stop, One-Shop. Also mit dem Auto können wir in die Tiefgarage rein, Auto stehen lassen, in nur 10 Minuten auf dem Berg rauf. Davor vielleicht noch ins Skidepot, schnell das Zeug abgeholt, im Skiverleih einen super gewachselten Ski holen, auf die Pisten und los geht's. Also einfacher geht's sicherlich nirgends. Und das Schöne und das Geniale, was dahinter steckt, ist, dass in unter 75 Minuten von der Stadtmitte in München in Elmau. Der schnellste Weg in deiner Stadt. 21610. Dein Taxi für München. 089 21 61 0. Taxi München. Lebenswerter. Viermal in und um München. Weiter geht's mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Lupse und Lupse. Alles aus einer Meisterhand. Und Metro, der Partner für Profis. Dreimal in München. Bruntal, Freimann, Pasing. Das ist schön. Jetzt haben wir vorhin eine Stunde diskutiert, oder? Ob wir den oder den nehmen, jetzt nehmen wir gleich den Tor. Ich habe schon ein bisschen geguckt, das ist so ungefähr. Herrlich. Was war das jetzt? War ich so verlautet. Was bist du hier? Ein Umhänge. Eine Tragetasche. Tragetasche. Also, Umhänge. Tragetasche kostet? 99,99. Das ist auch die richtige, genau. Ist am rechten. Ja, nein. Wir tun jetzt viel Sachen oder so zusammen und dann... Okay, wir sind bei 500 Euro. So ein Dings brauchen wir nicht. Also so ein Dings. So ein Dings. So ein Dings braucht jedes Baby. Also Dings gibt es in beige, in braun, in hellblau, in schwarz, in grau. Ja, wenn du das mit einem Lammfell brauchen wir nicht. Komm. Das mit einem Lammfell. Hey. Ja, schaut, wie schaut es aus mit sowas, aber das klingt...
Also so ein kleiner Nebentipp, ihr könnt schon natürlich aussuchen, aber wir haben 30 eher, Minuten eher einkaufen. Also wenn wir die Zeit anschauen, jetzt sind es 2 Minuten 58. Halt da, warte. Das hat 49 Euro gekostet. Genau, und das hat wie viel gekostet? 45 Euro. Moment, da zählt der Preis hier, der rote, der runtergesetzte. Genau. Das ist 45. 45 glatt. Und das ist? Das ist ein Strampler. Strampler, ja, also ihr könnt mit doppelter Zicke, wenn es jetzt eine Jacke und eine Hose nimmst, das geht. Sehr gut. Okay, aber einen zweiten Strampler geht jetzt nicht. Wir brauchen einen Schlitten. Schlitten, wer denkt schon vorher? Lass dir noch ein bisschen Zeit. So drei ein Jahre. Stillkissen wollen wir noch. Gehen wir nach rechts. Nach rechts, ja. Hier rechts. Was ist jetzt diese Seitenschläfer? Das kostet 79,99. Wie? 79,99. Genau. Also 400, zum 500. Das ist schon noch dabei. Das ist schon noch dabei, ja. 79,99. Komm, gib rüber, da hier. 99 hast du gesagt, gell? Genau. Was kostet es? 79,99. Warte mal, da gibt es doch dieses Reinigung. Wie heißt denn das? Der Sterilisierer meinst du? Genau. Aber wie viel ist der? 39. Artikel sind wir bei 4, ne, jetzt 5, oder? Zeit sagt 5, 34. Ah, 4 sind wir. Schau, wir haben noch voll viel Zeit. Ja, aber wir brauchen genau 10 Artikel. Oder nein, maximal. Nein, nein, mindestens. Okay. Mindestens. Könnt, danach ist es 39,99, Sterilisierer. Kann man da jedes Fläschchen rein tun? Wir brauchen es ja so oder so. Ja, stimmt, wo ist denn jemand? Einfach fragen. Guck, guck. Da ist aber jemand. Passt, wir nehmen es, Schatz. Sterilisierer aufschreiben. 39,99. Ja, aber wenn da nicht alle reinpassen. Ja, dann ist auch wurscht. Und auch hier, wie immer in fast allen Sendungen, das Phänomen, es kauft keiner was ein, was er nicht braucht. Ob jetzt die Flaschen passen oder die Sterilisationsgeräte zu den Flaschen oder auch nicht, unterm Strich egal, es sind ja keine großen Teile und wenn sie es nicht brauchen, dann können sie es herschenken. Wichtig ist, dass sie die 1000 Euro erreichen. Also ich sage jetzt mal, ich habe ein gutes Gefühl, Zeit ist noch perfekt, sie haben die richtige Strategie, ihr solltet keinen Fehler machen. Die Sendung ist noch nicht vorbei. Weißt du, du kannst es genießen, das ist jetzt mal nicht dein Geld. Es ist dann im Idealfall nur deine Ware, die du noch hast. Schatz, wie findest du so einen Schlafsack da hinten? Schön, ja. Nimm einen, schön, der dir gefällt, schön, und schön ist er. Gibt es einen kleineren? Ja, aber er wächst ja. Ja. Er, Moment, was er war das jetzt? Er wächst eher, ja. Ich sag ja von Anfang an, dass ein Junge wird. Ach so. Ja, das ist nur was sagst du jetzt, Schatz, als Mama? Wir ich müssen einfach Junge einkaufen. Also, du denkst auch Junge? Ja. Komm mal, wir nehmen die Bettwäsche mit den Eulen mit. Die kostet 27,99. 27. Runtergesetzt, genau. 27,99. Passt. Passt, dann Bettwäsche haben wir Bettwäsche auch schon. Bettwäsche. Aber den möchte ich auch gern haben. Nimm ihn doch. Aber der ist dann nimm ihn auch mit. Ja. 70er. Eins ist sicher. Das Kind wächst. 24,99. Alles runtergesetzt. Passt auch. Schlafsack. Alles rein hier. Du suchst weiter, ich rechne dabei schon mal. Wie haben wir denn? Ja. Achso, du rechnest einfach. Du kannst so viel kaufen, wie du willst. Ich weiß, was ich rechnen. Schatz, heißt das ja. 99? Ja, 99. Das ist 99. Entschuldigung, ich habe schon eingeschrieben. Such dir was aus, bitte. Ich würde etwas Neutrales nehmen. Hm? Ja, eben. Wir wissen ja nicht, was es wird. Hier einfach so ein bisschen so ganz simpel. Das schaut gut aus. Da passt brennt nichts an. Das kostet 12. Wir sind bei 717 Euro. Doch, das ist das. 12,99. 12,99. 12,99. 730 Euro. Die gut. Zeit? Zeit sagt 8,15. 8 Minuten 15. Sind um. Wie viel haben wir? 730,93 €. Willst du dir nicht eine Wickeltasche raussuchen? Weil die brauchen wir so oder so. Also jetzt hast du ja Zeit. Du könntest ja rein theoretisch sogar noch was suchen. Das könnte ich wissen. Aber wir haben erst 730 Euro. Schatz, willst du nicht irgendwo anders rauskommen? Nimm die teuerste. Das hörst du auch selten bei mir. Hau drauf, gib aus. Ja, ich muss sagen, es ist nichts dabei, was irgendwas mir jetzt mit fehlt. So einem Cognac, weil ein Kinderwagen hat der Cognac. Nein, es ist nichts dabei, was mir fehlt. Das ist das Problem. Oh je. Nein, nein. Oh je, nein. Oh je. Nein. Beide sehr zielstrebig. Sie weiß natürlich ganz genau, was sie will. Er ist da flexibler, aber eine gute Position für einen werdenden Vater. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau. Powered by 21610 Taxi München. Und Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Thank you.
nächsten Tag haben wir gar nicht mehr gemerkt, dass überhaupt jemand da war. Von Holzkirchen bis Alto Münster. Immer die passende Info und das richtige Ticket. Natürlich auch als Streifenkarte oder Kurzstrecke. Deine MVG-Fahrinfo-App. Weiter geht's mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Lupse und Lupse. Alles aus einer Meisterhand. Und Metro, der Partner für Profis. Dreimal in München. Bruntal, Freimann, Pasing. 1000 Euro. Kathi und Alexander, die haben die Qual der Wahl. Dieses Mal im Baby One in Bruntal. Ja, es macht bei jedem Kandidaten Spaß, aber so ein junges, werdendes Elternpärchen, das gefällt mir dann schon besonders gut. Ja? Da passt es ganz sicher in den doch etwas dünnen Geldbeutel und der Wunsch ist doch riesengroß. Ja? Nimmt man dann doch das eine oder andere Teil, das man sich sonst nicht leistet, und genau dafür ist die Sendung da. Also viel Spaß weiterhin mit den beiden im Baby One in Bruntal. Ach nee, das ist. Schatz, der ist doch in Ordnung. Was hast du mit diesem Geld? In hellgrau, in schwarz. Ja, oder da. In grau. Der ist zu groß. Ich wollte sowas schwarz. Mit dem Ding. Mit dem Lampe. Ja, der ist schön. Den kostet quanto? 99,99. Ja. Heißt? 99. Schlafsack für Kinderwagen. 99,99, ja. Oder? Ja, Schlafsack. In dem Fall geht es. Der andere ist ein Schlafsack und das ist ein Einsatz für den Kinderwagen, das gilt. Genau. Wir müssen weiter gucken. Wir haben noch 38. Zeit, habt ihr noch gut? Jetzt sind es 9,56, also ihr habt erst ein Drittel verbraucht. Ja, wir haben ein Drittel verbraucht, das ist doch gut. Also ich würde sagen, wir nehmen noch eine Babywippe mit. Irgendwie ist der jetzt ganz schön voll hier. Eine Babywippe? Den haben wir doch von einmal schon gesehen. Oder? Welche haben wir gesagt? Den oder den noch? 99,99, was? Das ist günstig. Oder? Also ich würde den für 149 nehmen. Ja klar, das ist ja voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artikel 10, Stubenwagen. Nehmen wir den. Den da, willst du echt den nehmen? Findest du den nicht schöner? Okay, dann nehmen wir. Fängst du auch schon an, so mit Gurken und Marmelade und so? Nein. Habe ich heute schon gegessen, ja. Also, ich finde, du bist schon so, dein Verhalten hat sich verändert. Stubenwagen. Aber egal. Inklusive Himmel, Bettwäsche, Matratze, Innenausschlag, Himmelschlag. Ist alles dabei, oder? Fast, ja. Stubenwagen haben wir auch. 980 Euro und 91 Cent. So, und jetzt heißt es auffüllen. Jetzt brauchen wir was für 19,09 Euro. 19,09 Euro. Ja, jetzt können wir mehrere Sachen. Ja, wir können jetzt mehrere Sachen. Da müssen wir kleine Sachen nehmen. Schatz, ich habe hier was gefunden für 19 Euro. Ja, aber dann wären wir bei 999,91. Ja, und dann? Was müssen wir, was wegtun? Weil du noch wie viel brauchst? 8 Cent dann. 8 Cent ist ein blöder Betrag. Das ist ein blöder Betrag. Nee, das nehmen wir nicht. Wir brauchen was für. Hast du aber gesagt 19 Euro? Wir brauchen was für 19,19 Euro. Eher ungeschickt. Ja, da muss er. Ja, aber überleg mal, 9 Cent ist ja eine gute Steilvorlage, oder? Weil 9 am Ende ist ja viel. Genau. Und also, wenn du das jetzt ein bisschen aufteilst, gibt es hier hinten mit 99 und vielleicht könnte ja irgendwie so. Und dann machen wir noch was gerade. Jetzt nehmen wir das. Da muss ja dem jungen Papa mal ein bisschen helfen. Pass auf, wir nehmen den jetzt. Schnuller kostet? 4,49 Euro. Jetzt sind wir bei 985,40. Das heißt 4,60 Euro, oder? Das ist jetzt ein Fehler. Da ist es ein Fehler, es war doch gerade 1. Irgendwas stimmt. Nee, doch 49, ne, stimmt schon. Du kommst jetzt gerade raus. Also jetzt brauchen wir 85,40, jetzt brauchen wir 4,60 Euro. Und 16 Cent. 14,60 Euro, genau. Also ja. Ihr habt genügend Zeit, es ist jetzt noch nicht mal Halbzeit. 14,43 Euro, oder? Dann bist du bei. Schreib mal auf 985,40. Genau. Und jetzt hat plus, was ist das? 3,29. Das sind 988,69. Du darfst, du darfst nur einmal ein Ding. Das ist Artikel, ja, aber es gibt ja mehrere in dem Bereich. Ja, wie sind wir denn dann? Wie haben wir den Obel? Jetzt wären wir bei 990,98. Mit 990? Mit dem Löffel? Mit dem Löffel und das ist. Das geht nicht. Nee, also Löffel ist Löffel. Der ist lang oder kurz? Und dann 2,29. Was kostet noch 2,29? 2,29, das finden wir doch, oder? 2,79. 2,29. Wo sind 2,29? 49. Das ist die ganz. Wir müssen zu dem. Das geht eh nicht mehr, weil Schnuller haben wir schon. Ja, Schnuller haben wir schon. Aber hier sind doch diese, da sind gerade Zahlen. 77 Euro. Ja, ist ein bisschen groß jetzt.
ganz so viel haben wir nicht mehr. Ich weiß. Wir müssen schauen bei den Sale-Sachen. Bei den Verkaufssachen, das ist bei den Sale-Sachen. Das ist hier. Schatz. Was für eine Summe hat das? Das sind kleine? 985 mit Schnuller. Das ist schon mit Schnuller. Die Löffel haben wir jetzt nicht dabei. Zeit, jetzt ist über der Halbzeit, jetzt seid ihr 16,41. Also alles noch gut, aber jetzt nicht verbummeln. 85,40. Minus die 4,49 Euro. Jetzt brauchen wir irgendwas für 98. Also Schnuller lassen wir noch bei offen. Schnuller lass du offen machen, Fragezeichen. Bitte. Ja, den habe ich noch in der Hand, da kann nichts passieren. Okay, Fragezeichen, ja. Jetzt brauchen wir einen Artikel mit 8 Cent hinten. Warte, 9, das sind 81. Mit 8 Cent. Also, Kim, wieso redest du immer? 9 Cent. 9 Cent, dann sind 8 wir bei 1,98 zum Beispiel bräuchten wir. Das heißt, 9,98 ist doch meine Aussage. 19 Euro? Ah, 19,98 brauchen wir. Nein. Wenn wir die Schnuller wegtun. Wenn wir die Schnuller wegtun. Nein. Dann bist du bei 999,99. Oh, ich kann draufrechnen, überhaupt nicht mehr. Gleich geht's weiter mit Auf den Cent genau. Powered by 21610 Taxi München. Und Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik. Einfach den schnellsten Weg finden. Einfach bargeldlos und schnell ein Ticket kaufen. Einfach informiert, aktuell und in Echtzeit. MVG Fahrinfo München. Die starke App für das gesamte MVV-Gebiet. Eines Tages werden wir alt sein. Wir werden alt sein. Und wir werden zurückblicken. Wir haben viel erlebt. Wir haben viel gelacht, haben die Nächte zum Tag gemacht. Wir sind geflogen, wir sind geschwebt. Wir haben das beste Leben gelebt. Ja. Eines Tages werden wir alt sein. Und ewig jung bleiben können, oder? Bäder fürs Leben. Lupse und Lupse. Das komplette Bad aus einer Meisterhand. Und natürlich auch mit Carsharing. MVG Fahrinfo München. Die starke App für das gesamte MVV-Gebiet. Der schnellste Weg in deiner Stadt. 21610. Dein Taxi für München. 089 21 61 0. Taxi München. Weiter geht's mit Auf den Cent genau. Präsentiert von Lupse und Lupse. Alles aus einer Meisterhand. Und Metro, der Partner für Profis. Dreimal in München. Bruntal, Freimann, Pasing. Schatz, da ist was für 6,50. Bringt was? Sowas nix? Wie viel? 6,50 Euro. Wir müssen erstmal gerade werden. Ja, das sind gerade Artikel. Wir müssen auf 99 kommen, nicht auf 91. Wir sind jetzt auf 91. Deswegen brauchen wir jetzt irgendwas, wo hinten eine 8 hat. Wo hinten eine 8 hat? Ja, das muss zum Beispiel 8,98 Euro kosten statt 99. Ja, dann fragen wir schon nach, ob es irgendwas gibt mit einer 8 hinten dran. Das gibt's also, ihr seid nicht. Jetzt schon so gut drauf, jetzt lasst euch nicht beirren. Mal kurz nachdenken hier. Ihr seid echt nicht weit weg. Ja, Alex, du verwirrst einen total. Ja, ich weiß. Du bist gerade, ich glaube, falsch am Rechnen. Minus die genau, 4,49 Euro ist. Das heißt. Du warst schon richtig mit dem hinten erstmal gerade machen. Dann wäre ich bei 988,20. Mit dem Schnuller wieder. Mit dem jetzt. Ah, jetzt mit dem. Also du Schnuller jetzt mal endgültig weg. Genau, jetzt tun wir mal den dazu. Was jetzt brauchen wir irgendwas mit 80 Cent, aber hier gibt es nichts mit 80 Cent. Oder mit, wie viel brauchst du jetzt? Moment, jetzt zeig her. Das brauchen wir irgendwas mit 11,80 Euro. 11,80 Euro, also die kriegen wir doch jetzt hin in mehreren Artikeln. 11,80 Euro. 11,80 Euro. Was ist das? Ah, 4,80 Euro, ja? Nein, 4,80 Euro. Ja, genau. Und dann haben wir noch? So, dann hast du noch. Das sind aber zwei verschiedene Artikel, gell? Ja. Okay. Ja. Hast du aufgeschrieben? Warte, nein, ich habe noch gar nichts aufgeschrieben. Warte. Das sind zwei verschiedene Artikel. Die Schnuller weg, oder was? Schnuller weg. Schnuller weg. Dann Nuckflasche und eine Kindertasse. Genau. Die Nuckflasche liegt bei, Entschuldigung, 7,29 Euro. Mhm.
Und hier haben wir 4,80 Euro. Und hier haben wir 4,80 Euro. Jetzt brauchen wir was für 7 Euro. Die, ja, haben wir. Die werden wir doch jetzt hinkriegen. Zusammen. Irgendwas für 7 Euro. 7 Euro. Die Zeit sagt 22,07. 7 Euro. 7 Euro. 6,99 Euro. Ja, das würde ja auch gehen. Das ist, Moment, es geht aber. Schnuller habt ihr, aber das ist ein Flaschenaufsatz. Ja, völlig wurscht. Dann sind wir bei 999,99. Ja, müssen wir aber noch alles genau aussehen. Da würde ich jetzt mal sagen, aber jetzt mal schnell. Ihr habt Zeit zum Beispiel. Da kannst du dich hinsetzen. Wie viel haben wir? 699. Werden die Mütter muss man schon. Schnulleraufsatz. Schnulleraufsatz, ja. So, jetzt durchrechnen. Ob das auch aufgeht, alles hier. 3,99, gell? Ich hoffe, wir haben den Preis alle richtig aufgeschrieben. Plus 99,99. Plus 45. 24,99. 12,99. Und 6,99. Ja. Aber wie wäre es, wenn wir jetzt noch mal alles... 23, 22. Ihr habt wir noch 6,5 Minuten. Kontrollieren wir die Preise noch mal. Die gehen wir noch mal alle durch. Wir ja. Halt, also holen wir einen Wagen hierher am besten, weil da können wir wieder das alles auflegen. Das tun wir alles in den Wagen rein. Der war bei 12,99. Ja, war ist in Ordnung. Hast du. Der war bei... 39. Noch könnt ihr alles kontrollieren. Sowas, ja, jetzt habt ihr 24,16. Schlagsack war bei 99,99. So, das hier ist 44,99. Stubenwagen. Bettwäsche 27,99. Stubenwagen 149,99. Passt, den lassen wir wieder hier. Ja. Dann diesen Maxi-Cosi da. 79,99. Das war Stillkissen. Genau. Passt. Passt auch. 24,99. Das war passt der auch. Schlafsack, ja. Genau. Also der kostet 99. Ich habe da genau hingeguckt. Okay. Da schauen wir noch mal hin. 39,99 und den schauen und den schauen wir noch mal, genau. Und sonst? Und das haben wir alles jetzt erst gemacht. Das jetzt. Passt. Look, das ist auch gecheckt. Das ist gecheckt. Warte, das checken wir noch mal. Das checken wir noch mal. Das checken wir noch mal. Dann schauen wir noch mal schnell. Der Sterilisator war bei 39,99, gell? Passt. Elefant, Kindertasse, Birdie. Wir haben Elefant, gell? Ja. Ja, wir haben nicht das Vogel, kein, wir haben Elefant. Das ist ein Birdie. Genau. Wir haben Elefant, passt. Und gut. Elefant ist die hier. Das ist die hier. Elefant dann ist passt hier. Das für 80. Passt auf. Die Zeit 6,99. 26,12. Passt. 6,99, passt. Haben wir alles richtig abgeschrieben? Wir haben alles richtig aufgeschrieben, wir sind fertig. Wir sind fertig. Machen wir einen Stopp? Wir machen einen Stopp. Wenn wir jetzt einen Stopp machen, dann nehme ich es aber auch weg. Weil, wenn jetzt noch was wäre an der Kasse, dann habt ihr noch knappe gute 3 Minuten. Es ist 26,53. Okay, haben wir noch 3 Minuten. Wir haben noch Zeit, okay, sehr gut. Wenn es jetzt an der Kasse nicht stimmen würde, dann könnt ihr die 3 Minuten noch sausen. Okay. Nein, passt schon. Aber ihr könnt jetzt nicht mehr rechnen und nichts mehr raus und nicht mehr rein. Gehört euch immer an die Kasse. Ja, Stand der Dinge, wir sind bei 999,99, so wie wir ausgerechnet haben. Hoffentlich fassen die ganzen Preise, die wir da gesehen haben. Nicht, dass die Preisschilder irgendwie noch geändert werden in dieser sonst sind kurzen wir nicht Zeit. So, also den Stuhl einmal. Zwei. Du schaust, passt das soweit alles? Wir gehen jetzt flott mit den Artikeln durch, dann wird schon stimmen. 7,29. Ja. Und das 12,99. Ja. Und jetzt? Und den Stubenwagen. Halt, unser Stubenwagen. Ah, den haben wir noch. Genau, aber den müssen wir hin, weil der ist auch runtergesetzt auf 149,99. Und dann haben wir... Ja! Jetzt erstmal den armen Papi hier, komm her. Da freut man sich umso mehr. Das ist die Fachfrage. Sind das jetzt schon Eltern? Klar, weil das Kind ist ja schon da. Also ich meine, ein kleines Würmchen, aber schon... Also man benimmt sich schon anders da in dem Moment, wo man erfahren hat, dass das ist man schon, Vater oder? Wird. Genau. Das ist cool, oder? Ja. Ja. Ich würde mal sagen, da war nichts dabei, doch vielleicht die Dinger hier, weil da fehlen die passenden Flaschen, oder? Aber die könnt ihr ja noch nachkaufen. Die können wir noch nachkaufen. Die kaufen wir total nachkaufen. Das war das ja ein totaler Vernunftseinkauf, das ja, in einer schon. Zeit von 26,53, genau 41. Ja. Hundertstel, also. Ich glaube, das Einzige ist das da. Gell? Ansonsten ist nichts gekauft, was ihr nicht wirklich umsetzen könnt. Ja, genau. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was es wird. Hm? Ja, aber das wäre eine Schlacht. Farben sind wir sehr neutral geblieben. Neutral sind wir geblieben, genau. Ja. Also der Junge kriegt grau. Haben wir ja, der Kinderwagen ist grau, schwarz ist der. Ja, also das kann jetzt nur ein Junge werden und wenn nicht, dann werdet ihr eure Nöte haben. Genau. Ja, müsst ihr so mit rosa anmalen. Genau. Dann machen wir so ein rosa Deckchen aus. Genau. Das war's jetzt. In 14 Tagen wieder. Auf den Cent genau. Auf den Cent genau wurde präsentiert von 21610 Taxi München und Bayerischer Fliesenhandel, die Welt der Wohn- und Objektkeramik.